Name ist Andrew Lou Rake und ich habe seit meiner Kindheit so einen Drang nach Adrenalin und Geschwindigkeit. Nichts konnte mich bremsen, nicht einmal die Amputation meines linken Beins. Mit einem Minibike im Vorgarten fing alles an und von da an gab es kein Zurück. Ich wollte Luftfahrt studieren, landete schließlich im Stipendienprogramm Air Force ROTC an der Universität von Südflorida und wurde dann zum Piloten ausgebildet. Als Pilot war ich dafür zuständig, hochrangige Persönlichkeiten wie den Vizepräsidenten, die First Lady oder den Verteidigungsminister sowohl in den USA als auch rund um den Globus von A nach B zu fliegen. Mein Unfall geschah auf einer Motocross-Strecke, als das Gas bei vollem Anschlag hängen blieb und ich über 4 Meter durch die Luft geschleudert wurde. Die funktionellen Möglichkeiten heutzutage sind einfach unglaublich. Und das Beste? Es ist wasserfest. Ich kann jetzt sogar damit unter die Dusche springen. Das wäre vorher unmöglich gewesen. Außerdem gibt es viele Zusatzfunktionen, zum Beispiel 6 verschiedene Aktivitätsmodi. Sport ist heute etwas ganz anderes. Mein Trainingsplan hat sich komplett geändert. Es gibt jetzt sogar einen Modus für Liegestütze. Ein kurzer Klick auf die Fernbedienung genügt. Mit einem kurzen Klick auf die Fernbedienung stelle ich den Radfahrmodus ein, steige auf und los geht's. Ich bin an einem Punkt, wo mich nichts mehr halten kann. Ich bin heute genauso aktiv wie früher, wenn nicht sogar aktiver als mit 2 gesunden Beinen. Nichts ist unmöglich. Ich kann aufs Dach steigen, Laub im Garten entfernen, mit dem Jetski oder dem Boot fahren. Auch Golfen wäre kein Problem. Um 5.45 Uhr morgens stehe ich auf, ziehe meine Prothese an und ab geht's.